Geistige Gereiste reisen selten bis Elba. Dann machtet euch halt selber. Hallo miteinander. Ich weiß gar nicht so richtig, A, ob ich das Video machen sollte. Und B, wie ich auf sowas überhaupt reagieren soll. Ehrlich gesagt, keine Ahnung, ne? Ich habe ja keinen Community-Manager oder irgendeinen Scheiße, der mir das erklärt. Ja, ihr habt ja vielleicht an der Sache von wegen dem Hack schon mitgekriegt, dass ja eben angezweifelt wurde, sag ich mal, dass ich gehackt wurde. Ich, keine Ahnung, ob das so der richtige Weg war, das so zu machen oder so, aber wen soll ich fragen, wisst ihr? Und ja, ich habe es jetzt halt mal so gemacht. Das Video nehme ich jetzt so oft, bevor das hochgeladen ist, weil ich mir dann so gedacht habe, ja, Moment mal. Also erstmal wäre ja so, also das ist jetzt mal an meine Community und auch an alle treuen Zuschauer und so. Was stellt ihr euch denn unter meinem Kanal vor oder wie, sag ich mal, seht ihr den Kanal jetzt mal? Jetzt mal nicht mich oder, wisst ihr? Hey, Digga. Na du, willst mich ein bisschen unterstützen im Video? Hm? Was ist denn los? Hä? Der Feine. Unser Dreibein hier, ne? Was ist denn? Naja. Ich muss ein bisschen langsamer die Kamera bewegen. Und zwar... Ich sehe das so ein bisschen, weißt du, angefangen habe ich ja mit YouTube einfach hier sinnlos bei Videos und oder, ne, einfach so gemacht. Und keine Ahnung. Also ich frage mich so ein bisschen meine Gedanken mal, deswegen will ich euch das fragen. Oh, hier hinten sieht es aus wie Regen, scheiße. Das passt ja wieder. Also meine Frage ist halt zum Beispiel, wisst ihr, wenn man jetzt so, ich mache ja, sag mal, ein Video, wo ich ein bisschen was, zum Beispiel mit den Magnetfeldern erkläre oder so. Oder eben mal hier so ein Video, was eigentlich so, ja, kanalbezogen ist oder so, mache ich ja, ne, würde ich ja sonst nie machen, das Video. Und ja, ich weiß halt auch nicht, wie man sowas trennt oder ob man das trennt oder nicht oder bla oder hin oder her. Ne, also die, man kennt ja so die größeren Kanäle, sage ich mal, die, ja, die das halt klipp und klar trennen, ne, die eben sagen, die haben, was weiß ich, ja, ihren Hauptkanal, wo sie ihr Premium-Zeug machen oder was weiß ich. Und ja, privat erfährst du ja von den Leuten gar nicht. In der Regel, ne? Vielleicht mal so ein Vlog-Kanal noch oder irgend sowas. Ja, keine Ahnung, was ich hier mache, weiß ich selber nicht. Natürlich auf der einen Seite halt so, keine Ahnung, gerade mit Bedini und PV und da haben wir ja auch schon viel gemacht. Jetzt Bleibatterien und was auch. Da hinten E-Auto und ne, wenn ich jetzt mal hier kurz gucke, oder Solar habe ich ja schon gesagt. Ne? Und da frage ich mich halt, keine Ahnung, ist euch, ja, gefällt euch das überhaupt, sage ich mal, dass, ne, oder so eine NBN-Aktion halt, ja gut, das hat sich eben so aus der Community auch ergeben, ne? Ohne die Community wäre das ja auch nicht möglich. So. Und ich denke, dass ein Teil daraus auch bestimmt, ja, ob ich nur hier am Auto rumgeschraubt hat ich finde das selber keine Worte, ob ich da am Auto rumgeschraubt habe und so, keine Ahnung, ne? Weiß ich nicht, ne? Ist egal. Auf jeden Fall denke ich mir so, ist halt so die Frage, ja, keine Ahnung, soll ich das so ein bisschen weiter so machen oder lieber sagen, sagt ihr, ach nö, das ist jetzt nicht so ganz interessant, mach lieber bei dem Action, ich sag jetzt mal, Premium-Videos, ihr kennt ja meine Premium-Videos, obwohl ich gelobe Besserung, ich arbeite dran, ne? Dass ich da eben, was weiß ich, halt da die Premium, also mir geht es jetzt nicht hier um Fame und irgendeinen Scheiß, ne? Wer das noch nicht gerafft hat, deabonniert und lasst gut sein, ne? Aber von der Sache her frage ich mich halt, ob es sinnvoll ist, das miteinander zu verbinden, wo dann vielleicht der ein oder andere sagt, oh, jetzt kommt er hier wieder mit, was weiß ich, Permagarten oder irgendein Autoscheiß oder irgendwelche Sachen, die vielleicht von einem Elektroniker oder was weiß ich, ne, ich weiß ja auch nicht, in welche Richtung mein Kanal geht, könnt ihr ja mal sagen, wie ihr mich seht, das wäre mal interessant. Ja, also grundlegend, ich habe natürlich überhaupt kein Interesse daran, ich bin aber halt am Überlegen, ob man es wenigstens ein bisschen trennt, ne.
Oder eben, ich hatte ja den Zweitkanal, der kennt ja dann ihr oder andere vielleicht schon. Mal sehen, wie lange die Kamera überhaupt hält für mein langes Gequatsche. Ob ich da eben so ein bisschen, was weiß ich, ich sage jetzt mal die crazy Sachen raushau oder so. Es sind nur einige krasse Sachen geplant, wo ich vielleicht eh nochmal, da muss ich nochmal in Ruhe drüber nachdenken, ob ich das überhaupt auf dem Kanal mache oder so. Mal gucken, da werdet ihr halt gefragt und sagt, ach nö, scheißegal, hau raus hier. Wir wollen halt mal, keine Ahnung, deinen Garten sehen oder so. Und ich hatte als allererstes die Idee, ja, ihr habt das ja vielleicht schon gesehen, dass ich mal bei den Thumbnails mir ein bisschen mehr Mühe gegeben hat, ne? Oder auch bei den Videos wahrscheinlich. Es ist halt schwer, ne? Ich tue da ein bisschen mehr Arbeit reinstecken, sagen wir es mal so. Ob das nur gut oder schlecht ist, das muss jeder selber werden. Ich spare euch schon mal ein bisschen Zeit mit den ganzen Rausschneiden. Da haben wir es schon ein bisschen komprimierter. Das wird jetzt in dem Video natürlich wieder nicht der Fall, weil ich wieder quatsch. Und das ist eben so eine Frage, ne? Wer sich jetzt für Magnetfelder schuldig interessiert, interessiert doch nicht mein Gequatsche, weißt du? Weiß ich nicht. Und da habe ich gedacht, da ich mir ja bei den Magnetfeld-Video zum Beispiel oder auch jetzt mit der Joule-Diff-Action für Friedwicklung und so, übrigens den Namen hat der Micha der Wicklung gegeben, nicht ich, ne? Nur mal zum Festhalten. Bevor es dann wieder heißt, ja, ne? Oh, das ist übelst, Leute. Also das ist nicht so ein schöner Teil. Habt ihr den RC-Kalm-Müll da gesehen? Also das ist richtiger Müll. Und ja, da habe ich so gedacht, was ist, wenn wir das so trennen, dass ich die richtig, also die, wo ich sage, das ist mir wichtig, dass das so viele Leute sehen wie möglich. Ne? Zum Beispiel, wie man eine, was weiß ich, wenn ich jetzt ein Video mache über vielleicht über, ne, wie man Bleiakku macht, so ein riesenlanges Video über Bleiakku. Das ist mir halt schon wichtig, dass die Leute das sehen. Wie gesagt, ich habe keinen monetarisierten Kanal. Ich gucke mal, dass ich das euch hier an der Stelle einblende, dass ich hier kein Geld kriege. Ich will auch kein Geld. Ne? Das brauchen wir, ne? Das ist eine andere Geschichte. Und da will ich natürlich schon, dass die Videos gesehen werden, ne? Dass eben, ja, der eine oder andere halt auch Freude an den Bleibatterien hat oder vielleicht die daheim hat und jetzt sagt, hey Mensch, scheiße, an dem Punkt, das habe ich vielleicht falsch gemacht, jetzt kann ich die noch ein paar Jahre länger nutzen, was weiß ich, ne, scheiß drauf. Das bringt mir nichts, ne. Also gut, insgesamt schon, dass unser Planet vielleicht ein bisschen geschonter wird hier, von wegen Recycling und blablabla, brauchen wir nicht drüber reden, ne. Das gilt aber für Lithium, Blei und all möglichen Mist, das ist doch scheißegal, ne. Mir ist das wurscht. So, und dass ich eben die Vlog-Videos oder solche Sachen, die meiner Meinung nach nicht ganz so interessant sind, dass ich mich da eben mit dem Text zurückhalte, dass ich mich mit den Thumbnails wahrscheinlich komplett zurückhalte, einfach auch für euch, dass ihr das unterscheiden könnt. Ne? Also wenn ihr quasi seht, hey, also beziehungsweise ich frage jetzt meine Zuschauer, die zukünftigen, die kenne ich ja noch nicht, dass der Zuschauer eben sagt, hey, das Private von dem interessiert mich nicht so, aber vielleicht hat er hier wieder was, ne, gerade mit dem Thema Batterien, ne, wir herrschen halt ewig schon rum, habe ich halt ein bisschen Ahnung von, und das interessiert mich aber, und dann kannst du gleich am Thumbnail sehen, okay, das ist hier so ein Video, das, da meint er zumindest, das wäre für die, wäre gut, wenn das mehr Leute wissen, und die anderen, die klickst du halt nicht an, ne, einfach mal so Grundgedanke, so, und ja, das Video jetzt ist auch, um euch eben mal da zu befragen, wie, keine Ahnung, weiß ich nicht, ne? Haut einfach mal was in die Kommentare. Ich glaube, die Kommunikation ist wichtiger, als hier irgendwelche Klimbim-Bilder und Bum-Bum einblenden und hin und her. Das gehört natürlich dazu, wenn man ein bisschen schöneres Video muss, ein bisschen schneiden. Ich muss ein bisschen die Effekte noch ein bisschen besser werden. Dass halt du ansprechender ist, kann, ne? Gebt mal ein bisschen Zeit, das ist halt, aber grundlegend erstmal so die Frage, weil dieses Private, also ich bin ehrlich gesagt, jetzt wo ich das Video drehe, noch am überlegen, ob ich überhaupt, das wäre ich hier von den Katzen umzingelt, ob ich überhaupt dieses RC-Kall-Video oder so hochladen, ne? Ich meine, klar, ihr werdet es wahrscheinlich schon gesehen haben, ich weiß es nicht. Gut, ja, und da ist mir eben aufgefallen, ja, der eine oder andere stellt halt keine Fragen oder was, wie es ist und reimt da irgendeine Aluhutbrühe zusammen. Keine Ahnung, ne? Und da habe ich mir gedacht, ne, Moment mal, da kommt jetzt aber keiner geschissen und sagt, ja, nö, der Action, der hat ja bei dem Heck schon gelogen, da hat er bei dem Brand auch gelogen, ne? Naja, also,
Ne, jetzt, ich nenne das ohne Brand. Ich überlege schon, ob ich die Kommentare deaktiviere, aber ich befrage euch ja zum Thema Brand. Lasst es einfach weg. Ich will kein Rumgeheule haben, ich heule hier auch nicht rum. Der Brand war 2009 oder so, nicht oder so, 2009. Mittlerweile, ihr merkt es, ich kann schon wieder lachen drüber. Ne? Es ist trotzdem nicht so schön, das Thema. Aber ja, also bevor jetzt hier noch einer kommt und sagt, bei mir hat es nicht gebrannt, ich blende auch. Ich muss mal gucken, ob ich das noch finde. Das Bild von der Feuerwehr, wo die Bude halt hier voll in Flammen stand und so. Und ne, 2009, hier sind schon Bäume gewachsen, ihr seht das. Das ist nicht so gebaut worden. Und ja, was will man jetzt noch groß sagen? Ne? Da war halt Oma so ein Dach, das war Dings hier, Fachwerk, Spitzdach, wie überall auf unserem Bauernhof, wie hier das Haus auch. Ne? Gut, das ist jetzt gemauert, aber halt Fachwerk. Ne? Und ja, gut, jetzt hier ne, sieht es noch gar nicht so schlimm aus. Ihr seht oben schon hier die Balken. Ich habe dann. Achso, was ich noch sagen wollte, ne? Ja, ich hätte bestimmt hier 15 oder 3 Videos machen können, wo ich rumheule im Spendenbattle wegen der Bude und bla. Haut ab, ich will keinen Cent haben für das Haus. Nichts. Null. Auch kein Mitleids-Euro oder irgend so ein Scheißdreck. Verkneift euch den Mist. Ne? Weil mich kotzt das selber an, Leute, wenn ich auf, was weiß ich, YouTube oder früher damals im Fernsehen immer was rumgeheule. Oh, die Schicksalsschläge. Ne? Ja, ich habe eine große Fresse und das Karma, brauche nicht drüber reden. Aber man lernt ja weiter. Ne? Oder manchmal hat man vielleicht einen falschen Weg eingeschlagen und kriegt dann mal vom Universum so eine kleine Schelle. Ne? In dem Fall war es eine bisschen größere. Und wie gesagt, ich will da nicht drauf rumreiten. Ich habe euch nie ein Video gezeigt. Ich will das euch auch nicht zeigen. Aber weißt du, wenn ich mir dann wieder anhören kann, ja, da hat mir dem Heck gelogen, weißt du. Da hat er mit dem Brand bestimmt auch gelogen, wisst ihr? Nee, Leute, haut ab, ey. Das lassen wir nicht nachzählen. Das ist so ein Scheiße, ey. Und das finde ich richtig unverschämt, darüber Witze oder irgendwas zu erzählen oder bla bla bla, wisst ihr? Na? Ja. Das ist kein Photoshop oder was. Also, ich weiß jetzt leider nicht, ob die Kamera. Ich bin jetzt mit der GoPro gerade draußen, hier sehe ich das halt auch noch. Ja, keine Ahnung, ich gehe jetzt mal rein, ich weiß aber leider nicht, ob die GoPro das schafft, von der Kamera her, ne? Hier hinten seht ihr das halt und noch hier. Ja, ja, die Wände, Tja, was soll man dazu sagen, ne? Das sieht doch manchmal nicht so lustig, es gibt halt auch Sachen, die scheiße sind, sag ich mal, ne? Ist immer noch nicht einfach. Ne? Ich hatte mir damals, ja, ich weiß halt auch nicht, ob das alles schon wieder viel zu viel privat ist und so. Ich nehme das jetzt mal mit rein. Wie gesagt, so die groben privaten Sachen würde ich dann mal sagen. Ach, jetzt ging die Tür schon mal zu. Die groben Sachen würde ich jetzt mal sagen, halte ich aus der Öffentlichkeitsgeschichte raus. Aber sowas kann ich ja nicht stehen lassen. Ne? Wir gehen jetzt noch mal hier außen rum, dass ich es auch von der Ecke außen mal gesehen habe. Jetzt kommt gerade der Nachbar, da muss ich ein bisschen aufpassen. Wir gucken jetzt hier schnell und dann müssen wir rum, dass wir niemanden filmen. So, und ja, den einen oder anderen wird es interessieren. Ich will euch nicht unbedingt alles zeigen. Auch ich hatte damals ja, eine kleine Firma, sag ich mal. Und hab. Hier hinten sieht es jetzt schon ein bisschen besser aus. Den Raum haben wir uns ein bisschen hergerichtet, in Anführungszeichen. So für Abstellkammer und blablabla. Nichts Besonderes. Und das war früher mein Büro. Und da hat es eben gebrannt. Also die ganze Bude hat gebrannt. Also ist nicht nur mein Büro. Und. Hey, wer bist du? Guten Tag. Den kenne ich gar nicht. Na hallo? Ich will hier gerade Video machen. Naja, ich hoffe mal, es stört dich nicht. Ich muss ein bisschen hier quatschen. Und ja, hier war meine Werkstatt. Ihr seht ja auch, hier liegen noch Autoreifen rum. Hier war damals, oh sorry, Digga. Hier war damals der Durchgang. Naja,
Lange Rede, kurzer Sinn. Ne, also wenn jetzt, ich hoffe, die Bilder hier, das reicht euch. Mir ist das schon eigentlich zu viel privat. Also nicht eigentlich, ich weiß halt auch nicht. Ne? Aber das kann ich ja so nicht stehen lassen. Weißt, ne? Ich würde jetzt mal sagen, anhand dieser beiden Beispiele, das soll natürlich jetzt kein Aufruf sein, was weiß ich hier, um mich zu beleidigen oder irgendwelchen Müll zu unterstellen. Aber ich sage jetzt hier an der Stelle, nach diesem ersten Vorfall, es gab ja schon mehrere Vorfälle, ne? Das ist aber so eine Sache, wo ich sage, also da ist irgendwo eine Grenze überschritten. Und dann muss ich zumindest mal was dazu sagen. Das nehme ich jetzt vorweg mit dem Brand. Nicht, dass da irgendein Rindvieh, nicht, dass da irgendein Punkt auf die Idee kommt, dass zu schreiben, dass ich hier den Brand, dass ich da lüge und das gefaked hätte oder so. Ey, bei solchen ernsten Sachen, Leute, weiß ich nicht. Vielleicht ist das für euch nicht so ernst, auch für den Erzikal, dann nimmt das vielleicht nicht so dramatisch oder so. Aber wenn der dann einer vorwirft, dass du 10 Jahre deines YouTubes wegwirfst, um weniger Klicks und was weiß ich, was für einen Grund haben soll, kann ich das nicht nachvollziehen, weißt du? Ja, keine Ahnung, dieser Müll, ne, der funktioniert nur bei den YouTubern, die euch verarschen. Da geht das. Ja, und zwar, auf was ich hinaus wollte, einmal mit der Sache, dass ich euch die ganzen Finanzen gezeigt habe, also die schreiben da, wer das nicht glaubt, mir scheißegal. Ne? Und einmal jetzt hier, eben um das gleich vorwegzunehmen, den Brand auszuschließen, sage ich jetzt hier an der Stelle, das reicht mir auch, Jungs. Ne? Ich weiß nicht, wie die Großen damit umgehen, die werden die anderen Leute in Bund und Boden klagen oder was weiß ich, wie die, ne? Was weiß ich, wie so ein Sylvester Stallone oder sowas verhindert, da werden da bestimmt 10 Millionen Lügen über den erzählt oder über wen auch immer, ne? War nur ein Beispiel. Wie die damit umgehen, und ich gehe jetzt einfach so damit um, dass ich sage, pass auf, Leute, das kann vorgeworfen werden einem, ne? Kann sein, dass ich das nicht richtig gezeigt habe und erklärt habe oder wie auch immer. Habe ich kein Problem damit. Ich denke aber, dass ich mit dem Video Erzikal, deswegen werde ich das schon veröffentlichen, dass ihr eben auch seht, dass ich euch keinen Müll erzähle und eben auch hier mit dem Brand eben dem gleich vorweggreife, sage ich euch an der Stelle jetzt, wenn der Nächste kommt und sagt, der Action hat abends die Tür nicht zugemacht oder was weiß ich, ne? Einfach nur ein dummes Beispiel. Ja, ich gehe da nicht mehr drauf ein. Ne? Hier solche Videos machen, das sind nur 17 Minuten. Mit dem RC-Kall, wie gesagt, durch meine Dummheit musste ich das zweimal, oder nee, beim dritten Aufnahme hat es dann geklappt, zweimal immer Mikro aus und immer PC selber ausgeschaltet, nicht voll Spaß. Und naja, egal. Aber es ist alles Zeit, die ich so nicht habe für solchen Mist. Ne? Und die werde ich mir in Zukunft auch nicht mehr nehmen, A, weil es rotzfresh ist, ne? Man kann ja mal fragen, dann kann ich auch vielleicht ein Video in Ruhe vorbereiten und den Krempel raussuchen. Bin dann vielleicht noch nicht so krass bei der Sache dabei. Also wenn mich so jemand anpisst, ich möchte euch mal sehen. Wenn, ne? Keine Ahnung. Muss ich vielleicht in Zukunft noch humaner reagieren. Und das sage ich euch klipp und klar, nö. Macht euren Scheiß, ist mir scheißegal. Sollte das weiter in die Richtung gehen, dann nehme ich das Private komplett raus. Machen wir da einen Cut, das ist kein Problem. Das war früher ja auch nicht so, das ist ja jetzt so, hat sich irgendwie ergeben. Und ja, ne, also haut da mal, wie gesagt, eure Meinung zu rein. Und vor allen Dingen, wie gesagt, wie ihr den Kanal seht, würde mich mal interessieren. Das ist so sehr wichtig. Mal gucken, ne? Also ich würde schon wahrscheinlich schon auf einen Kanal weitermachen, aber dieses private, gewisse Sachen, gerade weißt du, wie mit dem Finanziellen oder so, das geht ja auch keinem was an. Gut, in dem Fall, weil ich eben gesagt habe, ich wurde gehackt, muss ich halt zeigen, dass ich oder ne, dass ich eben gehackt wurde, das beweisen. Aber wie gesagt, in Zukunft oder mit dem Brand, das nehme ich jetzt vorweg, falls da irgendjemand, aber in Zukunft mache ich das nicht mehr. Ne, dann verlinke ich das Video und sage hier, pass auf, Junge, guck meine Videos, guck mal ein paar Videos, dass du vielleicht mich ein bisschen besser kennenlernst oder so. Obwohl, vielleicht ist Internet, kommt da einiges falsch rüber oder so, oder einige haben da viel falsch Bild oder so. Ist halt so, ich kann ja nicht 100 alles 1000%ig zeigen und wie es ist. Und ja, 20 Minuten, ne? Eigentlich schon wieder viel zu lang. Ich denke, ich habe auch alles gesagt. Also, wenn in Zukunft, auch wenn mir jemand was schickt oder so, da gehe ich nicht mehr. Also, wenn jetzt mir jemand was schickt und ach ja, du hast gelogen, du
hast gar keinen Wechselrichter oder ach, was weiß ich für ein Blödsinn. Weißt du, mir fällt, warum, weißt du, mir fällt ja gar nichts ein oder oh, du hast gar kein E-Auto, weißt du, das steht gar nicht hier hinten, ist alles fake und Photoshop, hab ich rein gefotoshoppt. Wenn ich das könnte, Junge, da hätte ich viel mehr Klicks, hätte ich, könnte ich viel geilere Videos machen. Ich muss mich mal mit Photoshop beschäftigen. So, Spaß beiseite, ne? Also, ich war jetzt, wo ich drin war, war ich kurz ein bisschen ruhig. Ich werde es wahrscheinlich schon nicht rausschneiden. Dass ihr so seht, das ist auch nicht so einfach. Ne? Deswegen ist es auch noch nicht renoviert und so. Ich habe damals mit einem Kollegen, haben wir in einer Hauruck-Aktion das Dach drauf gemacht und bliblablub. Ja, da hängt auch noch ein riesen Rattenschwanz dran an dem Ding. Da gab es eine richtig schöne Geschichte und bla. Aber das ist eigentlich schon viel zu privat, sag ich mal. Und keine Ahnung. Vielleicht geht es in der Möglichkeit, dass man eben sagt, dass ich, ja, wenn ihr, vielleicht interessiert das ja wieder den Inneren, das ist halt auch was Aufregendes, ne? Oh, es hat gebrannt und so. Dass ich dann vielleicht irgendwie so eine Öffentlichkeitsversion mache oder so, wo ich eben aufpasse, was ich sage, genau, und blablablab, ne? Bock hab ich da keinen drauf, lieber ist mir hier mit euch so quatschen. Was weiß ich, ich nenne das jetzt mal Community-Video oder so. Keine Ahnung, ich weiß es auch noch nicht. In diesem Sinne, ich habe euch genug Zeit geklaut. Ist eine Community-Sache. Wenn ihr nicht meint, der Community zu sein oder so, dann guckt in Zukunft bitte keine Community-Videos mehr. Die mache ich einfach so jetzt für die Community. Wir haben eine kleine Community und ja, ich will, dass da Klarheit herrscht. Ne? Das lasse ich mir nicht nacherzählen, dass ich hier die Leute abziehe oder irgendwelchen Scheiß oder bei einem nicht monetarisierten Kanal oder wisse. Egal, meine Zuschauer, ich hoffe, ihr wisst, und ich bitte euch nochmal, auch in dem Video jetzt, solltet ihr Fragen haben, irgendwie, also ich hoffe mal, das Thema Hack ist geklärt. Der eine oder andere wird wahrscheinlich jetzt schon noch eine Frage zu dem Brand oder blie, vielleicht mache ich ja mal irgendwie da mal ein Video, also da habe ich überhaupt keine Lust, lobt mir, überhaupt nochmal darüber nachzudenken, ne? Wichtiger wäre jetzt vielleicht dann mal an die Renovierung ranzugehen, aber es ist halt auch emotional. Mittlerweile geht's, ne? Ich kann da reingehen, ohne zu heulen. Das war damals nicht so. Wie gesagt, Firma und was dann noch alles kam, das war ja auch lustig. Ne? Das, naja, mal sehen. Wenn ihr das unbedingt haben wollt, so als Community-Scheiß, ist ja ein bisschen kürzer zum Kanal, ne? Weil am Ende ist es ja auch ein Teil, warum ich so bin, wie ich bin. Ne? Das gehört ja auch mit dazu. Sind nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen. Na gut, das wisst ihr selber. Ne? Gut, in diesem Sinne, schönen Nachmittag euch noch. Und ja, möge Ra mit euch sein. Haut rein, ihr Lieben. Tschüssi.